In diesem Video soll es um die sogenannte Verdopplungszeit und die Halbwertszeit gehen. Und für dieses Video brauchen wir Exponentialfunktionen und den Logarithmus. Falls du da noch nicht fit bist, verlinke ich dir oben die beiden Videos dafür, damit du dir das vorher anschauen kannst. Okay, worum geht es bei der Verdopplungszeit und der Halbwertszeit? So wie der Name sagt, geht es um die Zeit, in der sich ein bestimmter Bestand verdoppelt bzw. halbiert, je nachdem, ob es exponentielles Wachstum oder exponentielle Abnahme ist. Wir wollen es jetzt an drei Beispielen durchgehen. Erstes Beispiel ist, es geht um Geld. Wir legen ein Kapital von 7.000 Euro zu einem Zinssatz von 5% an. Dabei handelt es sich um ein exponentielles Wachstum, weil die Zinsen, die da dazukommen, auf das Kapital draufkommen und dann wieder mit verzinst werden. Das heißt, das wächst immer mit einem bestimmten Faktor. Und dieser Faktor ist eben 1,05. Und die Frage, die man sich hier jetzt stellen kann, ist, wann hat sich unser Kapital verdoppelt? Und dazu stellen wir erstmal die Funktionsvorschrift für diese Funktion auf, also das Kapital in Abhängigkeit der Zeit. Und da kommen wir auf Folgendes. Das Kapital zum Zeitpunkt t ist gegeben durch 7000 mal 1,05 hoch t. Wie kommt man da drauf? Naja, wir fangen mit 7000 Euro an, das ist der Anfangswert. Und unser Wachstumsfaktor ist eben 1,05, weil wir 5% Zinsen bekommen. Heißt, wenn wir hier ein Jahr später schauen, also hier für T1 einsetzen, dann hat sich unser Geld um den Faktor 1,05 erhöht. Ja? Die 1 eben, weil es noch da bleibt und die 0,5% sind die Zinsen, die dazukommen. Wenn ich dann 2 Jahre weiter schaue, dann werden die Zinsen, die ich da bekommen habe, ja auch wieder mitverzinst. Deshalb die 7000 mal 1,05 mal nochmal 1,05. Ja? Deshalb auch dieses hoch t und damit sehen wir, ah, das ist tatsächlich eine exponentielle Funktion. Das ist tatsächlich eine Exponentialfunktion. Okay, jetzt ist die Frage, wann hat sich unser Kapital verdoppelt? Naja, die 7000 Euro, das Doppelte davon sind 14.000. Das heißt, wir fragen uns, für welche Zeit t kommt hier am Ende 14.000 raus. Das heißt, wir kommen auf folgende Gleichung. 14.000 ist gleich 7000 mal 1,05 hoch t. Um jetzt nach t aufzulösen, müssen wir halt erstmal alles von t wegbekommen, was da noch an t dranhängt. Und wir fangen an mit der 7000, indem wir durch 7000 teilen. Und dann steht da, 2 ist gleich 1,05 hoch t. So, wie kommen wir jetzt an das t ran? Na, dafür brauchen wir jetzt eben den Logarithmus. Ja, der Logarithmus ist genau dafür da, um Variablen im Exponenten herauszubekommen. Das heißt, wir nehmen den Logarithmus, zu welcher Basis? Zur Basis 1,05. Das heißt, Logarithmus zur Basis 1,05 liefert uns t ist genau der Logarithmus zur Basis 1,05 von 2. Okay, und das tippen wir jetzt in unseren Taschenrechner ein und der sagt uns dann, das sind ungefähr 14,2. Das heißt, die Antwort auf unsere Frage wäre, nach ungefähr 14,2 Jahren hat sich unser Kapital verdoppelt. Und das Interessante ist jetzt, es hängt gar nicht davon ab, wie viel wir am Anfang haben. Die Verdopplungszeit ist immer die gleiche bei einem exponentiellen Wachstum. Ja, wenn ihr euch überlegt, hätten wir jetzt 9000 hier gehabt, dann wäre hier halt 9000 gestanden, aber hier auch 18.000, weil das Kapital sich ja verdoppelt haben soll. Wenn wir dann durch 9000 wieder teilen, steht hier tatsächlich wieder eine 2. Also egal, welches Anfangskapital man da hat, am Ende kommt man immer auf die gleiche Verdopplungszeit bei einem exponentiellen Wachstum. Deshalb ist sie auch so wichtig. Das bedeutet, wir können sagen, nach 14,2 Jahren haben wir dann 14.000 Euro, nach 28,4 Jahren haben wir dann dementsprechend 28.000 Euro. Ja, egal, wo ich in der Zeit bin, immer wenn ich 14,2 Jahre weitergehe, verdoppelt sich mein Kapital. Okay, das war das erste Beispiel. Schauen wir uns eins an, wo es um die Halbwertszeit geht. Damit Halbwertszeit Sinn macht, muss es natürlich abnehmen. Das heißt, wir müssen eine exponentielle Abnahme anschauen. Und wir schauen uns folgendes Beispiel an. Ein Auto verliert pro Jahr 15% an Wert, einfach weil es älter wird und neue Autos auf den Markt kommen. Dadurch verlieren die anderen Autos eben an Wert und im Schnitt sind es pro Jahr eben 15%. Die Frage ist jetzt, wann hat sich der Wert des Autos halbiert? Also wann ist es nur noch die Hälfte wert von dem, was ich gezahlt haben, um es zu kaufen. Und tatsächlich kann man diese Frage beantworten, ohne zu wissen, wie viel das Auto genau wert war. Ja? Denn die Halbwertszeit, dafür spielt keine Rolle, wie viel das Auto vorher wert war.
Wir setzen folgende Funktion an. Der Wert von dem Auto ist eben C, das ist der Anfangswert, der ist völlig egal, was der ist, mal 0,85 hoch t. Und wir fragen uns, wann ist der Wert von diesem Auto eben halbiert, das heißt, wann hat es nur noch den Wert 1/2 c, ja? Die Hälfte von dem, was es vorher hatte. Das heißt, wir überlegen uns, okay, 1/2 c ist der Wert, den wir wissen wollen, ab wann das ist, und wir wollen t rausbekommen. Und jetzt sehen wir auch hier, dass es tatsächlich nicht von dem Anfangswert des Autos abhängt, denn wir teilen jetzt durch c und kommen zu einer Gleichung, die komplett unabhängig von c ist. Jetzt haben wir 1/2 ist gleich 0,85 hoch t. Wieso sind wir nochmal auf die 0,85 gekommen? Das liegt an den 15%. Ja. Wenn es gleich bleiben würde, wäre es ja 1. Und wenn es 15% abnimmt, dann sind es eben 0,85. 1 minus 0,15. Ja. Okay, jetzt sind wir hier. 1/2 ist 0,85 hoch t. Wie kommen wir an t ran? Genau, wir nehmen den Logarithmus. In dem Fall jetzt zur Basis 0,85. Das heißt, t wäre der Logarithmus zur Basis 0,85 von 1/2. Und auch das tippen wir einfach in unseren Taschenrechner ein und erhalten 4,265. Das heißt, nach 4,265 Jahren hat der Wert des Autos sich halbiert. Also, wir merken uns, Verdopplungszeit ist die Zeit, in der ein Bestand sich verdoppelt bei einem exponentiellen Wachstum, und die Halbwertszeit ist die Zeit, in der sich ein Bestand halbiert bei einer exponentiellen Abnahme. Okay, manchmal kann es aber auch sein, dass sie gar nicht die Halbwertszeit oder die Verdopplungszeit gesucht ist, sondern in der Aufgabenstellung gegeben ist und ihr dann eine entsprechende Exponentialfunktion aufstellen sollt. Auch dazu wollen wir uns noch ein Beispiel zum Schluss anschauen. Wir schauen uns an, Plutonium-243 ist ein Plutonium-Isotop, das hat eine Halbwertszeit von 5 Stunden. In einer Ampulle befinden sich 20 Milligramm Plutonium-243. Bestimme eine Funktionsvorschrift, die die Masse an Plutonium-243 in Abhängigkeit von der Zeit in Stunden angibt. Also, was ist gesucht? Eine Funktionsvorschrift. Das heißt, wir sollen eine Funktion angeben, und da wir wissen, okay, Halbwertszeit ist das Stichwort, das muss eine exponentielle Abnahme sein, also eine Exponentialfunktion muss es am Ende sein. Und das heißt, wir machen den Ansatz, Masse von dem Plutonium zur Zeit t soll 20 mal a hoch t sein. Warum 20 mal a hoch t? Die 20 kommt von den 20 Milligramm. Das ist ja unser Anfangswert. Und wir wissen, das ist eine Exponentialfunktion, also muss es von der Form a hoch t sein. Was wir jetzt noch nicht wissen, ist das a. Wir wissen den Wachstumsfaktor noch nicht, aber der wird uns sozusagen durch die Halbwertszeit verraten. Ja? Weil ich weiß, nach 5 Stunden ist nur noch die Hälfte von meinem Plutonium-243 da. Das führt auf folgende Gleichung. Wenn nur noch die Hälfte von den 20 Milligramm da sind, dann sind es 10 Milligramm. Und wenn das nach 5 Stunden passiert, dann muss es bei t gleich 5 sein. Das heißt, was mir die Halbwertszeit sozusagen verrät, ist, m von 5 ist gleich 1/2 m von 0 sozusagen. Das hier wäre m von 0. Also 10 ist gleich 20 mal a hoch 5. Ich habe sozusagen mein Wissen eingesetzt. Hälfte der Masse ist noch da, zur Zeit 5. Und jetzt will ich natürlich den Wachstumsfaktor hier a rausbekommen. Dafür teile ich erstmal durch 20. Dann steht da 0,5 ist gleich a hoch 5. Ja? Hier, das hat wieder was mit Halbwertszeit zu tun, deshalb kommt hier 0,5 her. Und um jetzt die hoch 5 da wegzubekommen, nehme ich eben hoch 1/5. Ja? Oder die fünfte Wurzel, wenn ihr so wollt. Ja, nochmal dran denken, dass Exponenten, die im Bruch sind, im Prinzip was mit Wurzeln zu tun haben. Also 1/5 als Exponent bedeutet, ich nehme die fünfte Wurzel von 0,5. Das könnte man jetzt auch in eine Kommazahl umrechnen, dann macht man aber dabei einen Fehler. Und das wäre ungünstig, wenn man von vornherein einen Fehler in seine Funktion einbaut. Wir wollen das jetzt mal exakt weitermachen. Das heißt, wir setzen jetzt diese komische Zahl 0,5 hoch 1/5 für a ein und schauen uns an, was dann passiert. Wir erhalten dann folgende Funktionsvorschrift. M von t ist eben 20 mal das komische für a eingesetzt, gibt eben 0,5 hoch 1/5 hoch t. Wichtig sind hier die Klammern. Immer wenn ihr einsetzt irgendwo und euch nicht sicher seid, lieber eine Klammer drumherum machen. Hier ist die Klammer wichtig. Und jetzt kann man hier ein Potenzgesetz anwenden. Ja?
Wenn ich eine Potenz habe, die nochmal potenziert wird, dann kann ich das dritte Potenzgesetz anwenden. Falls ihr da nochmal eine Auffrischung braucht, auch das oben nochmal verlinkt. Und dann kommen wir zu 20 mal 0,5 hoch ein Fünftel t. Ja, ein Fünftel mal t wird das hier. Okay, und meistens schreibt man das nicht mit einer Zahl unter 1 als Basis hier, sondern schreibt es dann in folgender Form. Das ist das gleiche wie 20 mal 2 hoch minus ein Fünftel t. Warum 2 hoch minus ein Fünftel t? Weil 0,5 gleich 2 hoch minus 1 ist. Auch da wieder wichtig, Potenzen verstanden zu haben, auch mit negativen Exponenten. Und dann kann man das gleiche mit dem dritten Potenzgesetz nochmal machen. Und dann steht hier eben 2 hoch minus ein Fünftel t. Da auf jeden Fall nochmal selber gut drüber nachdenken. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen zu sehen, wie man solche Aufgaben mit Verdopplungszeit, Halbwertszeit bearbeitet.